So, Leute, neues Video Tor 100 ist exakt dasselbe wie bei dem Tor 100, was ich schon hochgeladen habe. Deswegen mache ich hier nicht jetzt kein komplettes Video. Hier geht es nur quasi um den Abschluss. Das ist das komplette Team. Am Anfang wieder die Akkasse ist ausgeschaltet in der ersten Wave, in der zweiten Wave. Dann zuerst die ganzen Vanessas, die sich natürlich immer wieder beleben, aber halt nach und nach immer wieder draufhauen. Dass die wechseln und dann sind noch die Licht-Todesritter, die wirklich easy sind. Hier jetzt bei habe ich gemacht, erstmal den rechten Turm weggedottet. Und sobald der rechte Turm weg ist, habe ich den linken Turm oder linken Diamant am Leben gelassen. Und zwar geht es darum, wir dürfen natürlich nicht so viele negative Effekte auf den Boss hauen, weil, wie wir hier oben sind, ja, da entfernt alle Effekte und erhöht Angriffskraft, Verteidigung und Tempo anhand der Anzahl der Entfernten. Das heißt, das Einzige, was ich hier drauf haue, ist Deathbreak und den Attack-Debuff. Zum Beispiel von Chazoons, ihr Cleansing Hit oder wie ihr First Skill heißt hier, quasi, dass der Gegner nicht trifft. Damit würde er sich auch erhöhen, deswegen habe ich den zum Beispiel immer auf den linken Turm gelassen oder draufgehauen. Deswegen ist der linke Turm auch noch da. Ja, und ansonsten immer den Rest davon, immer schön auf den Boss drauf, Deathbreak drauf, dann mit Sigma natürlich, sein Viertel macht ja am meisten Schaden. Also jetzt ziehen wir dicke, gleich mal so ein Fünftel vom Boss ab. Und wir machen jetzt halt noch das Ende fertig. Das heißt, sobald hier Sigma drankommt, oder reicht schon, werde, haben wir hier Tor 100 geschafft. Ging wirklich sehr, sehr gut. Auf First Try hat wirklich das einzig Schwierigste war, glaube ich mal, die 92 oder 93, nicht mehr ganz sicher. Ja. Und ich würde auch sagen, machen wir direkt einen Opening. Das heißt, ich gönne mir hier mal noch als Belohnung einen Premium Pack. Das müssen wir uns natürlich noch hier abholen. Wo haben wir es? Da und da unten sind sie. Und ein kurzes Thanks schreiben hier an die Leute. So, schauen wir, ob wir Platz genug haben. 21, das dürfte reichen. Was haben wir hier? Ja, immer noch was da. Warte mal, können wir kleines. Eine Feuerrolle? Nee, können wir noch nicht holen. Was anderes macht für mich aber auch momentan keinen Sinn, weil wenn wir Bus Hava oder Chloe noch sehr gut. Aber okay, fangen wir an. Wir haben hier 13 MS, eine Lichtdunkelrolle und eine Legendary. Das heißt, wir. Da geht's los. Die Akia, die wir durch gerade an Gegner hatten. Ich hoffe mal, das Klicken ist ja nicht zu laut, dass ihr mich verstehen könnt. So, komm, jetzt mal noch ein Blitz sollte kommen. Oder zumindest dann, weil ich dunkel wäre, wir wirklich richtig geil. Mystische Hexe ist gut, brauche ich für Megan noch als Skillfutter. Die ist immer noch nicht voll. Noch drei Stück. Komm, wo ist das Lightning? Jawohl, komm noch was Geiles jetzt hier. Ah, drei Stunden Awaken. Verdammte Axt, ey. Aber nochmal ein Lightning, jetzt kommt ein guter Vierster, Vincent. Oh, das ist die Neo Stone Agent. Gleich mal gucken. Okay, entfernt alle schädlichen Effekte und füllt Angriffsbalken der Verbündeten. Das ist natürlich ganz geil. Das ist wirklich ganz geil, wir sind um guten Base Speed. Und dritter Effekt, attackiert den Gegner zweimal, senkt Angriffsbalken um 25%, die Verteidigung aller Verbündeten steigt für drei Runden. Wow. Also ich habe sie ja schon in Wasser, aber ihr Wind ist natürlich auch richtig geil. Also, puh, gute Frage. So, 3, 2, 1, go. Lightning. Ach, schade. Ach du Scheiße, Mann. Was will ich damit? Er ist grottenschlicht. Dunkel wäre wenigstens gut gewesen. Okay, hauen wir unsere Legendary raus. 3, 2, 1, Boots. Und da ist der Feuerpirat. Relativ gut in den Bomber-Team.
Gucken wir uns gleich mal die zwei neuen Mons an. Warte mal, ich hole mal noch kurz die andere aus dem Lager, dass wir die auch mal noch mit angucken können. So. Gehen wir rein. Wie gesagt, Akia brauchen wir nicht durchgehen, das ist egal. Wasser ist halt mega, mega geil. Ihr dritter Effekt, halt 30% der maximalen HP aller Verbündeten erhöht Verteidigung 2 Runden lang. Generiert für 2 Runden ein Schild mit der Stärke und 50% überschüssiger Heilungsmenge. Mega, mega nice auf jeden Fall. Und wie gesagt, was kriegen wir hier noch dazu? Hauptfertigkeit, Verteidigung, 33%. Ist natürlich auch nice. Da ist dann eine sehr gute Frage, was ich hier nehme. Theoretisch wäre aber auch noch ein Wassertank mal wieder geil. Windtank habe ich eigentlich durch Chazun und Rama genug. Das heißt, ich würde sie eigentlich nicht wirklich großartig einsetzen. Und schädliche Effekte entfernen hat sich durch Vero auch erledigt, sage ich mal. Das Einzige, was wir hier haben, ist drei Runden für den Death-Buff. Gut wäre sie auf jeden Fall ein Chiant, das weil sie haut Attack-Balken weg und macht Schild und füllt Angriffsbalken. Also sie macht das Team schneller, den Gegner langsamer und erhöht noch Death, das wäre richtig gut. Und ihr Fürskill genauso. Da müsst ihr mal jetzt gucken, was sich hier mehr rentiert. Entfernt alle Stärkeneffekte des Ziels. Wenn zwei oder mehrere Effekte, wird sich der Angriffsbalken alle verbinden um 20%. Auch nice. Aber da muss ich noch ein bisschen überlegen. Vielleicht hebe ich auch mal beide auf bis zu einem Update. Gucken wir noch Feuerpirat an. Hier mit Deathbreak auf dem First Skill bombardiert das Schiff zu einem Bombardement von 3 Runden, um zufällige Ziele anzugreifen. Jeder Treffer hat eine 50% Chance, den Gegner zu betäuben. Und der dritte Effekt, der zukommt beim Awaken Form, feuert einen präzisen Schuss ab, der großen Schaden zufügt. Dieser Angriff löst Bombeneffekte aus. Wie gesagt, ein Bomberteam sehr, sehr nice auf jeden Fall. Angriffskraft um 33% ist natürlich auch richtig heftig. Also, da kann man auf jeden Fall was machen. Gildenkampf denke ich jetzt eher weniger, weil zu dritt ein Bombenteam ist dann schon mies, weil er kann ja auch den Bombeneffekt auf einen auslösen und nicht als AOE. Auf Vio wäre es vielleicht dann auch eine Gegner. Da haben wir die Cooltime, die entgegenspricht. Naja, muss man da überlegen. Ich habe jetzt auf jeden Fall Feuer. Ich habe Dings. Ich warte eigentlich wirklich noch lieber dann auf den Wasserpirat. Und werde den dann einsetzen. Das ist mir wichtiger. Gut, Leute, das war's gewesen. Tor 100. Schön, dass es klappt hat auf jeden Fall. Da kam jetzt noch ein bisschen Mana rum. Da war ich auch komplett out of. Ja, ich würde sagen, lasst ruhig mal ein Like da, Tor 100 immer was Geiles. Wenn ihr Fragen habt zum Tor, roten reinschreiben, für auch für andere Stages, kann ich gerne mal reingucken. Sagt aber mal grob, mit welchen Monster ihr es probiert habt, dass ich ein bisschen Einblick habe. Und ich würde sagen, macht euch noch einen schönen Abend, Leute. Macht's gut, ciao.